Umsatzsteuer und Mehrwertsteuer. So, die meisten zum Verkauf angebotenen Unternehmensleistungen unterliegen der Umsatzsteuer, auch als Mehrwertsteuer bezeichnet. Ganz wichtig, bevor irgendeine Verwirrung bei Ihnen aufkommt, Umsatzsteuer und Mehrwertsteuer sind synonym. Und die Rechtsgrundlagen dafür sind im Umsatzsteuergesetz und in den Umsatzsteuerdurchführungsverordnungen. Nach § 1 Absatz 1 Umsatzsteuergesetz sind Lieferungen und sonstige Leistungen, die von einem Unternehmen im Inland gegen Entgelt erbracht werden, umsatzsteuerpflichtig. Bemessungsgrundlage für die Umsatzsteuer ist das Entgelt, das heißt der Betrag, den der Empfänger aufzuwenden hat, um den Nettowert einer Lieferung oder Leistung zu erhalten. So, die Umsatzsteuer besteuert mit einem bestimmten Prozentsatz denjenigen Wert, der insgesamt von den Unternehmen und Händlern, die an der Erstellung und Distribution einer Lieferung oder Leistung beteiligt sind, geschaffen wird. Ganz wichtig, es geht um den Wert, der geschaffen wird. Und deswegen heißt es auch Mehrwertsteuer. Und die heutige Form der deutschen Umsatzsteuer ist eine Nettosteuer und wird als Umsatz- bzw. Mehrwertsteuer mit Vorsteuerabzug bezeichnet. Was das genau heißt, sehen Sie nachher. Eingeführt wurde die Umsatzsteuer am 1. Januar 1968. Und ein Produkt durchläuft mehrere Umsatzstufen vom Rohstofflieferanten über die verarbeitende Industrie zum Groß- und Einzelhandel bis zum Endverbraucher. Und auf diesen Stufen wird jeweils ein sogenannter Mehrwert geschaffen, der im Unterschied zwischen dem jeweiligen Ein- und Verkaufspreis zum Ausdruck kommt. Der Mehrwert wird auf jeder Umsatzstufe mit zurzeit 19% besteuert. Und jeder Unternehmer hat nur Umsatzsteuer für den Mehrwert zu zahlen, den er selbst geschaffen hat. Verschiedene Arten von Umsätzen sind durch den Gesetzgeber von der Umsatzsteuer befreit. Dazu zählen unter anderem Umsätze aus Ausfuhrlieferungen, Umsätze für die Seeschifffahrt, Luftfahrt, bestimmte Umsätze im Geld- und Kreditverkehr, Gewährung von Versicherungsschutz und so weiter und so weiter. Außerdem gibt es eine ganze Reihe an Umsatzarten, die einem ermäßigten Steuersatz unterliegen, zum Beispiel Obst und Gemüse, Backerzeugnisse, Bücher und Zeitungen und so weiter. Deswegen übrigens macht es auch immer einen Unterschied, wenn Sie zum Beispiel in eine Konditorei gehen und sich dann da ins Café setzen und was von bestellen oder wenn Sie was an der Theke kaufen und es dann mitnehmen. Ne? Das macht einen Unterschied. Schauen wir uns jetzt ein Beispiel an, wie die Umsatzsteuer auf verschiedenen Umsatzsteuerstufen erhoben wird. So, wir schauen uns den Weg eines Rohstoffes an, der zu einem Fertigerzeugnis weiterentwickelt wird und über Groß- und Einzelhändler an den Konsumenten gelangt. Und daran werden wir die buchhalterische Bedeutung der Umsatzsteuer sehen. In dieser ersten Tabelle sehen wir durch die Gegenüberstellung von Ein- und Verkaufspreis auf jeder Umsatzstufe, wie viel Mehrwert durch den jeweiligen Akteur geschaffen wird. Also wir haben hier den Urerzeuger oder auch den Rohstofflieferanten, das ist der, der den Rohstoff abbaut, deswegen hat er keinen Einkaufspreis und der verkauft das Ganze für einen bestimmten Preis, hat also die Differenz als Mehrwert. Und auf der nächsten Stufe haben wir einen Produktionsbetrieb, der verarbeitet den Rohstoff weiter, kauft also den Rohstoff für 100 ein, verarbeitet den weiter und verkauft das Fertigerzeugnis dann für 500 Euro an den Großhandel. Okay, das heißt, er hat wiederum einen Mehrwert von 400 geschaffen. Und das geht dann so weiter und so weiter. Also der Großhandel verkauft das dann wieder mit Aufschlag an den Einzelhandel. Und der Endverbraucher zahlt im Endeffekt dann den letzten Preis hier 750 Euro. Okay? Und jetzt schauen wir uns mal genauer an, wie das auf der zweiten Stufe ist mit dem Produktionsbetrieb. Sie sehen hier in der Übersicht, der hat den Rohstoff eingekauft für 100, verarbeitet es weiter und verkauft das dann, das verarbeitet dann für 500 weiter. So, dafür kann man eine sogenannte Ein- und Ausgangsrechnung aufstellen. Das sieht dann so aus wie hier, das ist die obere Tabelle. Eingangsrechnung ist dann, bezieht sich auf den Einkauf, Ausgangsrechnung auf den Verkauf. So, beim Einkauf des Rohstoffes hat der Produktionsbetrieb den Nettowert des Materials in Höhe von 100 Euro bezahlt, zuzüglich der Umsatzsteuer von 19 Euro, also insgesamt 119 Euro an den Urerzeuger gezahlt. Beim Verkauf des Fertigerzeugnisses an den Großhändler erhält er über den Nettowert von 500 Euro hinaus auch noch die Umsatzsteuer in Höhe von 19%, sind 95 Euro, also insgesamt 595 Euro. Damit lässt sich der Betrieb auf der zweiten Stufe sowohl die an den
Urerzeuger gezahlte Umsatzsteuer von 19 Euro, als auch die auf den von ihm geschaffenen Mehrwert fällige Steuerschuld, das ist die Differenz hier, 76 Euro vom Großhändler vergüten. Und die auf den Mehrwert anfallende Umsatzsteuer ist vom Produktionsbetrieb an das Finanzamt abzuführen. Obwohl die Umsatzsteuer auf allen Stufen an das Finanzamt zu zahlen ist, soll sie die Unternehmen nicht belasten. Letztendlich wird ja die Mehrwertsteuer als Verbrauchssteuer vom Konsumenten getragen. Und diese Vorgehensweise bezeichnet auch den buchhalterischen Charakter der Umsatzsteuer. Der einzelne Unternehmer hat seinem Kunden einen bestimmten Prozentsatz als Umsatzsteuer auf den Nettowert seines Umsatzes in Rechnung zu stellen, von dem er einen Teil, die sogenannte Vorsteuer, bereits im Vorwege beim Einkauf an seinen Lieferanten gezahlt hat. Und der Rest, also die Differenz, ist an das Finanzamt abzuführen. Damit ist die Umsatzsteuer ein durchlaufender Posten ohne Erfolgscharakter und langfristig ohne bestandsverändernde Wirkung. Die Zahllast wird ermittelt, indem man von der Umsatzsteuer aus dem Verkauf die Vorsteuer, also die Umsatzsteuer aus dem Einkauf, abzieht. Dabei stellt die Vorsteuer ein Guthaben bzw. eine Forderung an das Finanzamt dar und die Umsatzsteuer aus dem Verkauf eine Schuld bzw. eine Verbindlichkeit. Die Voraussetzung für den Vorsteuerabzug ist nach § 14 Umsatzsteuergesetz die Vorlage einer ordnungsgemäßen Rechnung, die folgende Pflichtangaben enthalten muss. Erstens den vollständigen Namen und die vollständige Anschrift des leistenden Unternehmers und des Leistungsempfängers. Zweitens die dem leistenden Unternehmen vom Finanzamt erteilte Steuernummer. Drittens das Ausstellungsdatum. Viertens eine fortlaufende Nummer mit einer oder mehreren Zahlenreihen, die zur Identifizierung der Rechnung vom Rechnungsaussteller einmalig vergeben wird. Auf Deutsch eine Rechnungsnummer. Fünftens, die Menge und die Art der gelieferten Gegenstände oder den Umfang und die Art der sonstigen Leistung, je nachdem, ob es sich hier um ein materielles oder ein immaterielles Gut handelt. Sechstens, den Zeitpunkt der Lieferung oder der sonstigen Leistung. Siebtens, das nach Steuersätzen und einzelnen Steuerbefreiungen aufgeschlüsselte Entgelt für die Lieferung oder Leistung, sowie jede im Voraus vereinbarte Minderung des Entgelts, sofern sie nicht bereits im Entgelt berücksichtigt ist. Und achtens, den anzuwendenden Steuersatz sowie den auf das Entgelt entfallenden Steuerbetrag oder im Fall einer Steuerbefreiung einen Hinweis darauf, dass für die Lieferung oder sonstige Leistung eine Steuerbefreiung gilt. Das ist nicht immer, also es gibt eine Ausnahme, nämlich für Kleinbetragsrechnungen muss nicht dieser ganze Wust draufstehen. Demnach muss eine Rechnung, deren Gesamtbetrag 150 Euro nicht übersteigt, mindestens folgende Angaben enthalten, nämlich Punkt 1, Punkt 3, Punkt 5, außerdem das Entgelt und den darauf entfallenden Steuerbetrag, okay? Und den Steuersatz. Also viel weniger als bei größeren Beträgen. Die beim Einkauf gezahlte Vorsteuer ist als Mehrung der Forderungen gegenüber dem Finanzamt auf dem Aktivkonto 260 Vorsteuer zu buchen. Die beim Verkauf erhaltene Umsatzsteuer ist als Mehrung der Verbindlichkeiten gegenüber dem Finanzamt auf dem Passivkonto 480 Umsatzsteuer zu erfassen. Bleiben wir bei dem Eingangsbeispiel und nehmen jeweils Kauf und Verkauf auf Ziel an, dann sieht das Ganze buchhalterisch wie folgt aus. Wir hatten ja zuerst den Einkauf. Der Produktionsbetrieb kauft also Rohstoffe vom Urerzeuger auf Ziel im Wert von 100 Euro zuzüglich 19% Umsatzsteuer. Der Buchungssatz lautet dann Rohstoffe 100 Euro, Vorsteuer 19 Euro, an Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung 119 Euro. Sie sehen, der Nettowert bzw. die Vorsteuer erscheinen auf dem Konto 200 Rohstoffe bzw. 260 Vorsteuer im Soll. Und der Rechnungsbetrag insgesamt wird aufgrund des Zielkaufs auf dem Konto 440 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung im Haben gebucht. Die zweite Seite ist dann der Weiterverkauf. Der Produktionsbetrieb verkauft also Fertigerzeugnisse im Wert von 500 Euro, zuzüglich 19% Umsatzsteuer auf Ziel an den Großhändler.
Der Buchungssatz lautet dann wie folgt: Forderung aus Lieferung/Leistung 595 Euro an Umsatzerlöse 500 Euro und Umsatzsteuer 95 Euro. Der Produktionsbetrieb bucht den Zielverkauf mit dem gesamten Rechnungsbetrag auf dem Aktivkonto 240 Forderung aus Lieferung/Leistungen im Soll. Und auf dem Konto 500 Umsatzerlöse ist der Nettobetrag des Verkaufs, auf dem Konto 480 Umsatzsteuer die darauf entfallende Umsatzsteuer im Haben zu buchen. Und hier sehen wir eigentlich ganz schön, was wir vorhin kurz erwähnt haben. Umsatzsteuer ist für die Unternehmen nur ein durchlaufender Posten ohne Erfolgscharakter. Und ohne Erfolgscharakter bedeutet, dass er nicht in den Erfolgskonten berücksichtigt wird, sondern woanders. Okay? Abschluss der Konten. Nach § 18 Absatz 1 Umsatzsteuergesetz hat der Unternehmer bis zum 10. Tag nach Ablauf jedes Voranmeldungszeitraums eine Umsatzsteuervoranmeldung nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz durch Datenfernübertragung nach Maßgabe der Steuerdatenübermittlungsverordnung an das Finanzamt zu schicken, in der er die Steuer für den Voranmeldungszeitraum selbst zu berechnen hat. Die Steuerzahlung ist ebenfalls am 10. Tag nach Ablauf des Voranmeldungszeitraums fällig. Liegt die Steuer für das vorangegangene Kalenderjahr über 7.500 Euro, ist der Kalendermonat jeweils der Voranmeldungszeitraum. Beträgt die Steuer für das vorangegangene Kalenderjahr maximal 1.000 Euro, kann das Finanzamt den Unternehmer von der Verpflichtung zur Abgabe der Voranmeldungen und Entrichtung der Vorauszahlungen befreien. Im Falle der Aufnahme einer beruflichen oder gewerblichen Tätigkeit ist im laufenden und folgenden Kalenderjahr der Voranmeldungszeitraum der Kalendermonat. Und die Überweisungen an das Finanzamt stellen nur Vorauszahlungen der Umsatzsteuer dar, da jedes Unternehmen für das abgelaufene Geschäftsjahr bis zum 31. Mai des Folgejahres eine Jahreserklärung für die Umsatzsteuer abzugeben hat. Die monatliche Zahllast wird ermittelt, indem die Konten Vorsteuer, also die Forderungen, und Umsatzsteuer, also die Verbindlichkeiten, miteinander verrechnet werden. Das erfolgt am Ende eines jeden Voranmeldungszeitraums. Buchungstechnisch wird wie folgt vorgegangen, in der Regel. Im ersten Schritt wird das Konto 260 Vorsteuer saldiert, also der Saldo gebildet. Der sich ergebende Saldo wird im Konto 480 Umsatzsteuer gegengebucht. Und das Konto Umsatzsteuer zeigt dann nach dieser Umbuchung die Zahllast des Unternehmens an, also den sogenannten Umsatzsteuerüberhang. Und als letzten Schritt nimmt das Unternehmen die Abführung der Zahllast an das Finanzamt über das Bankkonto vor. Das ist der Vorgang, wie die Steuerkonten abgeschlossen werden in der Regel und so, wie wir es in dieser Vorlesung machen werden. Es gibt unterschiedliche Methoden, das zu machen. Aber wie bei allem hier beim Thema externes Rechnungswesen gilt, dass am Ende die Bilanzsumme gleich ist. Also egal, wie man da vorgeht, Hauptsache die Bilanz ist am Ende gleich und dann ist es kein Problem. Also es gibt unterschiedliche Methoden, das zu machen. Schauen wir uns das in einem Beispiel an, wo wir in unserem Eingangsbeispiel nach den bis jetzt durchgeführten Schritten, also Einkauf und Verkauf, weisen die Umsatzsteuerkonten des Produktionsbetriebes folgendes Bild auf. Wir hatten ja 19 Euro beim Einkauf und 95 Euro Umsatzsteuer beim Verkauf. Wie geht es dann weiter beim Abschluss der Konten? Naja, das Konto 260 Vorsteuer. Das Konto 260 Vorsteuer wird saldiert. Okay, da haben wir nun die 19 Euro auf einer Seite stehen, bilden also den Saldo, zack. Dieser Saldo wird auf dem Konto Umsatzsteuer gegengebucht und da wird wiederum der Saldo gebildet. Das ist dann der sogenannte Umsatzsteuerüberhang und damit die Zahllast des Produktionsbetriebes, nämlich 76 Euro. Und das wiederum wird über das Bankkonto an das Finanzamt abgeführt. Okay, das sind die Buchungssätze dazu. Das ist das Vorgehen, wie wir es hier in diesem Buch machen und wie wir es hier in dieser Vorlesung machen. Wie gesagt, es geht auch anders, aber das ist der Standardvorgang. So, oft erfolgt die Voranmeldung und Abführung der Zahllast erst zeitversetzt, bis zum 10. Tag nach Ablauf des Voranmeldungszeitraums. Problem, da am ersten Tag des Folgemonats schon der nächste Voranmeldungszeitraum beginnt, ist in der Praxis ein Verrechnungskonto einzuführen,
auf dem die Zahllast ermittelt und geparkt wird. Und ohne Verrechnung werden dann die Salden der Konten Vorsteuer und Umsatzsteuer auf das Konto 487, geleistete Vorsteuer, gebucht. Bei Fälligkeit wird dann die Zahllast von diesem Konto an das Finanzamt überwiesen. Konkret kann das so aussehen, dass eben die Salden hier und hier erstmal geparkt werden auf dem Konto 487. Und dann, wenn sie fällig sind, werden sie dann, wird dann die, das Ganze, nee, sorry, das war jetzt falsch. Was hier geparkt wird, ist natürlich diese 19 Euro und diese 95 Euro und der Saldo wird dann bei Fälligkeit hier per Banküberweisung an das Finanzamt abgeführt. Okay. Was für einen Effekt hat das? Beide Umsatzsteuerkonten hier oben haben dann zu Beginn des neuen Voranmeldungszeitraums sind beide erstmal ausgeglichen und bereit zur Aufnahme neuer Buchungen, damit immer klar ist, in welchem Zeitraum welche Steuer fällig wurde. Okay? Wenn die Zahllast am Ende eines Geschäftsjahres noch nicht abgeführt wurde, ist der Umsatzsteuerüberhang als sonstige Verbindlichkeit in der Schlussbilanz zu passivieren. Und umgekehrt wird ein Vorsteuerüberhang entsprechend als sonstige Forderung aktiviert. Ein Vorsteuerüberhang, müssen Sie sich mal überlegen, ist natürlich nur ein Ausnahmefall, weil ein existenzfähiges Unternehmen auf die Dauer natürlich mehr umsatzsteuerpflichtige Umsatzerlöse erzielen sollte als vorsteuerpflichtige Einkäufe. Ganz klar. Wenn wir vom Wert her immer mehr einkaufen, als wir verkaufen, dann machen wir irgendwas falsch. Umsätze, warum auf in der kurzen Frist so ein Vorsteuerübergang passieren kann, ist zum Beispiel große Vorratskäufe aufgrund von Sonderangeboten oder erwarteten Preissteigerungen, eine Geschäftseröffnung oder Investitionen oder umsatzsteuerfreie Exporte. Der Vorsteuerüberhang stellt eine Forderung an das Finanzamt dar, das heißt, es hat eine Rückerstattung durch das Finanzamt zu erfolgen. Wie sieht es beim grenzüberschreitenden Handel aus? Die Schaffung des europäischen Binnenmarktes ab 1993 macht es notwendig, beim grenzüberschreitenden Handel zu unterscheiden zwischen dem Handel mit EU-Mitgliedstaaten und dem Handel mit sogenannten Drittländern, das heißt Nicht-EU-Mitgliedstaaten. Umsatzsteuerrechtlich ist die EU ein Gemeinschaftsgebiet, das heißt, der Handel zwischen den einzelnen Mitgliedstaaten wird als innergemeinschaftliche Lieferung bzw. als innergemeinschaftlicher Erwerb von Vermögensgegenständen zu verstehen. Nur im Handel mit Drittländern liegt umsatzsteuerrechtlich eine Einfuhr bzw. Ausfuhr von Gütern vor. Da in den einzelnen EU-Mitgliedstaaten unterschiedlich hohe Umsatzsteuersätze existieren, hat der Ministerrat der EU zunächst eine umsatzsteuerliche Übergangsregelung erlassen. Bis zu einer abschließenden Regelung ist nicht die Lieferung von einem Mitgliedstaat in einen anderen umsatzsteuerpflichtig, sondern der Erwerb von Gütern. Der Erwerb wird mit dem Umsatzsteuersatz des jeweiligen Bestimmungslandes besteuert. Das ist das sogenannte Bestimmungslandprinzip. Damit ist die Umsatzsteuer beim innergemeinschaftlichen Erwerb eine Erwerbssteuer, also innerhalb der EU. Der Erwerber schuldet seinem Finanzamt die Umsatzsteuer für den Einkauf, die er aber zugleich als Vorsteuer abziehen kann, soweit er Unternehmer ist und die Vermögensgegenstände für sein Unternehmen erworben hat. Die Umsatzsteuer belastet also den gewerblichen Erwerber von Gütern nicht. Die innergemeinschaftlichen Lieferungen im Ausgangsland des EU-Binnenmarktes sind stets steuerfrei. Für den innergemeinschaftlichen Erwerb und die innergemeinschaftlichen Lieferungen sollten in der Finanzbuchhaltung getrennte Kosten eingerichtet werden, Konten eingerichtet werden. Einmal 250 innergemeinschaftlicher Erwerb, 506 Erlöse aus innergemeinschaftlicher Lieferung und 2602 Vorsteuer für innergemeinschaftlichen Erwerb. Zur Kontrolle der Umsatzsteuer im innergemeinschaftlichen Handel erhalten die Unternehmen für umsatzsteuerliche Zwecke neben ihrer vom zuständigen Finanzamt erteilten Steuernummer eine eigene Umsatzsteueridentifikationsnummer. Auch für die Einfuhr von Gütern aus einem Nicht-EU-Land nach Deutschland unterliegt der
Auch diese Einfuhr unterliegt der Umsatzsteuer, bezeichnet als Einfuhrumsatzsteuer gemäß § 11 Umsatzsteuergesetz. Und gegebenenfalls wird die Einfuhr zusätzlich noch mit einer Zollabgabe belegt. Die Einfuhrumsatzsteuer wird gemeinsam mit dem Zoll von der Zollbehörde erhoben und der Regelsteuersatz entspricht dem der Umsatzsteuer. Erfolgt die Einfuhr aus gewerblichen Gründen, kann der einführende Unternehmer die von ihm gezahlte Einfuhrumsatzsteuer bei einem Wiederverkauf gegenüber dem Finanzamt als Vorsteuer absetzen. Die Ausfuhr von Gütern ist umsatzsteuerfrei. Für die Ein- und Ausfuhr von Gütern sollten in der Finanzbuchhaltung getrennte Konten eingerichtet werden. Das sind 251 Gütereinfuhr, 507 Erlöse aus Güterausfuhr und 2604 Einfuhrumsatzsteuer. Wie sieht es aus bei unentgeltlichen Entnahmen von Sachgütern oder sonstigen Leistungen durch den Unternehmer? Auch die unterliegen der Umsatzsteuerpflicht. Grundsätzlich sind also Güterentnahmen des Eigentümers aus wirtschaftlicher Sicht den Güterverkäufen an Dritte gleichzustellen und auf einem besonderen Erlöskonto 542 Entnahme von Gegenständen und sonstigen Leistungen im Haben zu buchen. Okay, das ist ein Erlöskonto, also ein Erfolgskonto. Es wird genauso betrachtet wie ein Umsatzerlös. Die auf den Nettowert der Entnahme entfallende Umsatzsteuer wird im Haben des Kontos 480 Umsatzsteuer erfasst. Im Soll wird das Konto 3001 Privatkonto durch die Privatentnahme berührt. Das gilt auch für die Eigennutzung von Betriebsvermögen, wie eine Nutzung zum Beispiel des Firmenwagens für private Zwecke. Schauen wir uns einfach ein Beispiel an, da wird es klarer. Das erste Beispiel ist Privatentnahme von Fertigerzeugnissen zum Herstellungswert von 10.000 Euro zuzüglich Umsatzsteuer. Die Buchung dazu sieht dann so aus: Privatkonto 11.900 an Eigenverbrauch 10.000 und Umsatzsteuer 1.900. Wieder sehen Sie, auf dem Erfolgskonto wird immer nur der Nettobetrag gebucht, weil die Steuer selbst keinen Erfolgscharakter hat. Nächstes Beispiel. Während eines Geschäftsjahres sind Pkw-Aufwendungen in Höhe von 5.000 Euro angefallen. Davon beträgt der Anteil der privaten Nutzung 50%. Zu buchen ist der Anteil der privaten Nutzung zuzüglich der Umsatzsteuer. Dann lautet die Buchung Privatkonto 2.975 an Eigenverbrauch 2.500 und Umsatzsteuer 475. Letztes Thema, Kauf und Verkauf von Dienstleistungen. Für die Buchung der Umsatzsteuer bei Umsätzen in Form von Dienstleistungen muss immer geprüft werden, ob ein Einkauf oder ein Verkauf der Dienstleistung vorliegt. Das wird verständlicher, wenn wir uns ein paar Beispiele dazu anschauen. Das erste Beispiel ist, ein Industrieunternehmen vertreibt seine Produkte über einen Vertreter. So, und dieser stellt eine Provision in Höhe von 1.500 Euro plus Umsatzsteuer in Rechnungen. Zuerst die Buchung beim Vertreter, die sieht dann so aus, der hat ja eine Leistung verkauft und daher muss er Umsatzsteuer abführen. Das heißt, seine Buchung ist Forderung aus Lieferung und Leistung 1.785 an Umsatzerlöse 1.500 und Umsatzsteuer 285. Beim Industrieunternehmen gilt, dass das ja eine Leistung netto eingekauft hat und entsprechend Vorsteuer zahlen muss. Entsprechend lautet die Buchung Vertriebsprovision 1.500 und Vorsteuer 285 an Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung 1.785. Nächstes Beispiel. Ein Handwerksunternehmen nimmt eine Reparatur in Höhe von 300 Euro plus Umsatzsteuer vor und erhält den Gegenwert in bar. So, beim Handwerksbetrieb. Der Handwerksbetrieb ist ja der Verkäufer der Reparaturleistung und hat daher Umsatzsteuer abzuführen. Entsprechend sieht es aus, Kasse 357 an Umsatzerlöse 300 und Umsatzsteuer 57 Euro. Umgekehrt dann beim Auftraggeber der Reparaturleistung, der hat ja die Reparaturleistung eingekauft und hat entsprechend Vorsteuer zu entrichten. Also Fremdinstandhaltung 300 Euro und Vorsteuer 57 Euro an Kasse 357 Euro. Ein letztes Beispiel. Ein Industrieunternehmen liefert seinem Kunden die Waren frei Haus und beauftragt einen Spediteur mit der Lieferung. Die Bezahlung an die Spedition in Höhe von 100 Euro plus Umsatzsteuer erfolgt durch Banküberweisung. So, die Bezahlung an die Spedition in Höhe von 100 Euro, oh, ne, da waren wir schon. Die Buchung beim Spediteur sieht so aus,
Der Spediteur verkauft ja seine Transportleistung und führt dafür Umsatzsteuer ab. Also lautet die Buchung bei ihm Bank 119 Euro und Umsatzerlöse 100 Euro und Umsatzsteuer 19 Euro. Umgekehrt beim Industrieunternehmen, Unternehmen ist ja der Käufer der Transportleistung und muss dafür Vorsteuer entrichten. Also ist dann die Buchung Frachten und Fremdlager 100 Euro und Vorsteuer 19 Euro an Bank 119 Euro.